Hey zusammen, ihr seht zum Backdrop. Ich rede mit euch noch über Schweiz gegen Holland. Es war eine schwere Aufgabe. Wir mussten es 3-0 wettmachen und tatsächlich holt Ramona Bachmann in der 7. Minute einen Platzverweis raus. Es hat sehr viel dafür gesprochen, dass die Schweiz das Spiel kehren konnte. Aber nur auf dem Papier, nach 20 Minuten, hat die Schweiz nachgelassen, hat dann nicht mehr die Überzahl zeigen. In der zweiten Halbzeit hat sogar Holland besser gespielt. Und dann auch das erste Gegengol von der Schweiz durch viele individuelle Fehler, die passiert sind. Von der Schweiz der erste lange Ball, der nicht ankommt, und viele andere. Und das führt dann dazu, dass die Schweiz hier scheitert. 1-1 ist das Resultat. Sie hätten das 5-1 gebraucht. Ich habe für euch Interviews gemacht mit vielen Akteurinnen und die haben jetzt viel Vergnügen. Frau Sol, Sie haben es mit Debüt. Ich bin bei Ihrem Debüt in der Liga mit Zürich dabei gewesen. Schiessen Sie 2 Goal. Heute schiessen Sie ein Goal im Nazi-Debüt. Wieso haben Sie so gut können starten von Anfang an? Ja, ich habe einfach eine gute Vorarbeit ist geleistet worden und ich bin einfach am richtigen Moment da gewesen und hatte die Überzeugung gehabt, zum Goal zu machen. Trotzdem kommen Sie in ein Spiel, wo schon vieles entschieden war, nicht mehr viel zu reissen. Wie hätte man sich noch motivieren für seinen ersten Nazi-Einsatz? Du, das ist absolute Wille, muss da sein, auf der Bank, auf dem Platz. Und ich habe immer noch daran geglaubt und das Team auch. In dem Moment, wo ich reingekommen bin. Sie werden nachher nominiert, haben jetzt sogar dafür spielen. Ist das eine Ambition von Ihnen, dass Sie diesen Platz jetzt festhalten? Ja, ich will an dem weiterarbeiten, wo ich aufgehört habe. Natürlich ist mein Ziel, wieder in die Nazi zu kommen, aber das kommt auch nur, wenn man gute Leistungen im Verein bringt. Reden wir vom Verein. Sie machen eine super Saison bei Zürich. Sie haben in den USA gut gespielt. Sie haben jetzt eine Nazi aufgebaut. Sie haben Champions League gespielt. Wie lange bleiben Sie noch in der Schweiz? Das ist noch offen. Danke vielmals. Frau Zrnogorcevic, endlich mal wieder vorne dürfen spielen, aber nicht mit dem Resultat, das man wollte. Es geht alles eigentlich richtig gut, 7 Minuten, eine Frau mehr und dann klappt es nicht. Woran hat es heute gescheitert? Ja, sagen, eigentlich fängt es gut an, wir sind einer mehr, aber wir haben es nicht geschafft, das wirklich aufs Feld zu bringen oder zu zeigen, dass wir einer mehr waren. Man sieht einfach, wir sind noch nicht so weit, wir haben die Erfahrung noch nicht, wir haben die Passqualität noch nicht, wir haben natürlich das Tempo nicht gehabt, wir haben keine Lösungen gefunden und dann reicht es halt einfach nicht, für eine WM zu gehen über die Playoff-Spiele und gegen Holland, die natürlich eine gute Mannschaft ist. Aber ich sage auch, wir müssen jetzt nicht darüber reden, was heute war, Polen, Schottland, das Spiel dort, die zwei Spiele haben wir es absolut vergeben. Ich sage, mit der Leistung, die wir heute gespielt haben, hätten wir uns dann zumal qualifiziert und da würden wir jetzt nicht stehen und darum muss man sagen, wir haben es definitiv nicht heute verspielt, und, aber wir haben nochmal eine Chance bekommen, die haben wir nicht gepackt. So ist es halt, es geht nicht immer aufwärts und jetzt müssen wir halt schauen, die EM steht 2021 an und das ist jetzt definitiv das Ziel und da haben wir jetzt genug Zeit, daran zu arbeiten. Für Sie als Weltklassenspielerin ist es sicher schwierig, wenn man nicht an die WM darf. Natürlich auch, weil Sie in dem entscheidenden Match in Schottland nicht haben mittun. Was nimmt jetzt Anna-Maria Zrnogorcevic persönlich mit in die USA? Ja, für mich ist das eine sehr lehrreiche Saison gewesen. Ich habe gemerkt, dass das Ganze etwas anderes ist, als zu spielen. Ich bin quasi auch ein überrümpelt worden, die ganze Reiserei. Innerhalb in verschiedenen Zeitzonen spielen, in Houston spielen bei 40 Grad, wo es 90% Luftfeuchtigkeit ist. Also, da sieht man mal, dass der Körper irgendwo an Grenzen kommt und dass man irgendwo eine richtig gute Basis muss schaffen muss. Das hatte ich keine Zeit gehabt, weil ich echt direkt von Frankfurt aus der Saison in die nächste Saison ich bin. Und da habe ich jetzt am Schluss einfach gemerkt, ich laufe zwar auf den Felgen und da kommt wirklich nichts mehr raus bei mir. Und für mich ist jetzt einfach die nächsten Wochen einfach gar nichts machen, erholen und dann wirklich eine gute Basic für die neue Saison schaffen. In der Nationalmannschaft hätte ich jetzt gefragt, haben Sie heute das letzte Mal Außenverteidiger gespielt? Aber Sie haben ja heute schon nicht mehr Außenverteidiger gespielt. Beim Nils Nielsen werden Sie jetzt wahrscheinlich schon dafür plädieren, dass Sie dafür Ihre Stammposition haben, oder? Ich kenne den Trainer noch nicht. Ich habe mit ihm noch keinen Kontakt, noch gar nichts. So etwas denke ich noch gar nicht. Habe ich jetzt noch nicht gedacht. Wir werden das sehen. Ich meine, heute war es etwas ganz anderes. Und darum, wir werden uns unterhalten. Und er wird sicher seine Meinung haben oder seine Ideen haben. Und ja, ich kann jetzt noch nicht weiter dazu sagen, wir werden es sehen, wie es aussieht. Sie beschweren sich über die Reiserei. Es ist Ihnen aber nicht das Ziel, der Nationalmannschaft für eine Zeit in den Rücken zu kehren, oder? Sie wollen
den Rekord von der Lara Dieckmann wiederholen. Noch 2 Goal und sie sind dabei. Also beschweren ist nicht so. Ich mache es mega gerne, aber es ist einfach etwas anderes, ob man 15 Stunden halt anreist mit 9 Stunden Zeitunterschied. Es ist eine Herausforderung und ich bin mega glücklich in Amerika. So etwas in Portland habe ich noch nie gesehen und darum wollte ich das unbedingt wieder haben und wieder machen. Und ja, ich denke definitiv, nein. Wir werden schauen, ich werde sicher das Gespräch haben, mal schauen, wie es weitergeht. Ich muss einfach gesund bleiben und dann sehen wir es dann. Und, ja. Ja, ich wünsche viel Gesundheit und hoffe, Sie sind auch im nächsten Spiel da dabei. Frau Stierli, Sie haben zum ersten Mal wieder von Anfang an spielen. Sehr guten Match gemacht, eigentlich persönlich. Aber das Resultat ist nicht so sauber rausgekommen, wie man hätte wollen. Wieso hätte man die Überzahl nicht ausnutzen können? Ja, das ist schwierig zu sagen. Holland hat es halt auch gut gemacht. Sind auch defensiv gut gestanden. Aber klar hätte man mehr daraus machen müssen aus dieser Überzahl. Wenn es auch viel Fehlpass gemacht, was halt unsere Spieler schon ein bisschen kaputt gemacht hat. Und so ist es dann auch schwierig, klar Spielaufbau zu machen. Wenn man sie so sieht, die Innenverteidigerin spielen, denkt man, Julia ist geboren, um die Position zu spielen. Jetzt spielen sie in Zürich immer Außenverteidigerin, auch das machen sie sehr gut, aber was spielen sie lieber? Schwierig zu sagen. Ich spiele beides gern. Und es ist zwar vielleicht nicht so optimal für die Entwicklung, aber ich kann es eigentlich auch noch gerne, dass es ein Abwechslung hat. Da habe ich ein bisschen Abwechslung zwischen Club und Verein, Club und Nationalmannschaft. Aber ich kann nicht sagen, was ich lieber spiele. Hat Frau Voss-Tecklenburg sie vor dem Match darauf hingewiesen, dass sie eine extrem wichtige Rolle werden spielen in diesem Team, weil sie so schnell sind und dann gegen die schnellen Belgierinnen müssen die Geschwindigkeit wettmachen, die der Schweiz gefällt hat im ersten Spiel? Das freut mich, wenn sie meinen, dass ich schnell bin. jede Spielerin ist wichtig für das Team und da ist nicht eine Position wichtiger als die andere. Sind die 11, also wenn wir gegen Holland bestehen, dann braucht es alle 11 als Team und ich denke, das ist nicht jemand wichtiger als andere. Jetzt kommt ein... Rein jetzt sind wir schon noch wichtigere Personen als andere, aber rein jetzt von der Position her. Jetzt kommt der neue Nationaltrainer. Ich habe gehört, ihr habt ihn noch nicht kennengelernt. Macht ja Sinn. Was malen Sie sich mit dem aus? Denken Sie, ist da Ihr Standplatz wieder zurück? Ich denke, es ist alles offen, in jeglichen Beziehungen. Wir haben jetzt uns fokussiert bis auf jetzt und jetzt kommt das Neue dann im Januar. Aber ich habe mir ehrlich gesagt dazu gar noch nicht gross Gedanken gemacht. Danke vielmals. Frau Chop, ich habe mit Ihnen Anfangssaison darüber geredet, Nazi, und Sie gesagt, ach, ich denke noch nicht dran, ich werde Verletzungen so überreiben. Wir haben nach dem GC-Match darüber geredet, haben Sie gesagt, ja, ich bin sehr stolz, mal schauen, was kommt. Jetzt haben Sie 2 Spiele schon hinter sich. Wie fühlt man sich? Ich bin sehr erleichtert. Also das ist sicher eine Last, die ein bisschen ab mir kommt. Klar hat man viel, also mehr erwartet. Also wir haben uns grosse Hoffnungen und Ziele gesetzt und haben auch die WM-Welle. Von dem her, das ist jetzt gescheitert. Und vorerst, also die nächsten paar Tage und Wochen, wird da sicher auch einfach die Enttäuschung gross in mir drin sein. Aber für mich selber bin ich einfach froh, dass ich das, also die 2 Spiele jetzt geschafft habe. Und ja, ich werde weiter schauen, wie es geht und hoffe ja, auf die nächsten paar Wochen. Ja. Frau Voss-Tecklenburg hat gesagt, die ausschlaggebende Frage war, Rahel, wie viele Spiele hast du schon gemacht? Und haben Sie genug geantwortet? Und jetzt muss man sagen, im ersten Spiel vor 23'000 haben Sie sich in die Notizbücher von sehr, sehr viel Scouts bewegt. Sie haben dort einen grossartigen Match gemacht. Was waren die Parallelen zwischen dem Match am Freitag und dem heute? Sicher am Freitag konnte ich mega unbeschwert in das Spiel. Also, das ganze Team ist hinter meinem Rücken gestanden, wie auch heute. Und haben mir einfach nachgelegt, ja, du hast nichts zu verlieren. Und von dem her bin ich dann auch so aufs Feld, habe eigentlich locker spielen. Und klar war die Ausgangslage auch ein bisschen anders gewesen. Wir sind mit einem 0-0 in diesem Match rein und haben halt noch völlig, also wir haben unser Spiel wollen spielen und haben uns eigentlich noch gar nicht müssen anpassen auf den Gegner. Von dem her ist das vom ganzen Team so ein bisschen lockerer gelaufen am Freitag.
Und heute schon ein Länderspiel hinter mir. Ich habe schon ein bisschen die Messlatte hoch gesetzt. Und natürlich möchte man da wieder drüber kommen oder auf die gleiche Höhe. Und man macht sich da selber ein bisschen Druck. Ja, von dem her konnte ich vielleicht nicht so ganz unbeschwert spielen, weil wir auch gewusst haben, wir müssen das 3-0 aufholen. Und ja, genau. Reden wir noch fußballerisch. Sie haben im Instagram-Interview mit der Rachel Rinasch gesagt, sie sind eher 6 als 10. Da bin ich ein bisschen hässig geworden, weil das sind sie nicht. Sie sind eine klassische Nummer 8. Jetzt haben sie 10er gespielt in Holland. Heute haben sie 10er/Flügel gespielt. Wieso sind sie nicht einen Schritt zurückgekommen spielen? Das wäre ja eigentlich ihre Position. Und vor allem im Team hat jemand eine Iniesta gefällt, wie ich sie schon mal genannt habe, der die Ball holt und transportiert. Wir haben mit der Lia Welt in Klasse 6er. Ein sehr erfahrener, der auch Ball holt und super weiterspielt, wie man auch jetzt in den letzten Match gesehen hat. Es ist extrem wichtig für das Team. Und ich bin neu in das Team gekommen. Im Zentrum fühle ich mich wohl. Da spielt es eigentlich nicht so eine Rolle, ob jetzt 6 oder 8. Ich bin mir halt einfach die 6er mehr gewohnt als jetzt 8, weil ich sie im Verein mehr spiele. Und ja, also ich bin einfach froh, dass ich durfte spielen und die Chance bekommen habe. Und dann ist es mir eigentlich nicht gross darauf angekommen, wo. Weil schlussendlich zählt auch einfach, wie man in das Spiel reinkommt, mit Willen, mit Zweikämpfen. Und dann spielt die Position nicht gross eine Rolle. Es wird jetzt keine WM geben, aber dafür viel, viel Zeit für sie, um sich den Platz zu krallen. Werden sie jetzt die neue Lara Dickmann von diesem Team? Nein, das würde ich nicht sagen, nein. Die Lara ist immer noch da und sie ist eine eigene Person und ich bin eine eigene Person. Ich werde jetzt, wie schon gesagt, einfach weiter schauen, wie es läuft. Sicher mich auch jetzt probieren zu erholen über den Winter und neu die nächste Saison starten bei Luzern. Danke mal. Frau Bachmann, alle Hoffnungen vom Land sind auf Ihnen gelegen. Sie kommen hier, machen alles richtig, holen den Platzverweis raus. Wieso hat es dann gleich nicht gelangt, um die 3 Goal zu schießen? Ja, uns ist natürlich bewusst, dass es eine extrem schwierige Aufgabe wird heute. Und natürlich haben wir gewusst, dass die Hoffnung nicht mega gross ist, aber wir haben natürlich gleich alle daran geglaubt. Nach dem frühen Platzverweis war natürlich die Hoffnung ein bisschen grösser. Es ist schade, dass wir nicht früher ein 1-0 schiessen konnten. Schlussendlich muss man sagen, es ist doch ein Klassenunterschied da. Die Holländerinnen sind für mich momentan eine Klasse besser. Bei uns fehlt einfach, wenn man es vergleicht, das Team gegenüber von ihnen, fehlt bei uns leider die Erfahrung ein bisschen. Wir brauchen das Team noch ein bisschen Zeit, um auf das Niveau raufzukommen. Und wir haben die WM nicht heute verspielt. Eine Weltklassenspielerin wie Sie gehört an der WM. Wie fest wurmt Sie, dass Sie gegen Belgien die 2. Gelb geholt haben, dass Sie nicht können in Utrecht mittun, wäre vielleicht ein ganz anderes Match geworden, oder? Ja, man weiss es nicht. Und es ist immer schwierig zu sagen, wie es gekommen wäre, wenn es anders gewesen wäre. Ich versuche mich natürlich jetzt an dem nicht aufzuhängen, aber ich habe mich natürlich extrem geärgert in dem Moment, wo ich wusste, dass ich nicht spielen kann gegen Holland im ersten Spiel. Es ist schade. Es sollte eigentlich einer Spielerin wie mir nicht passieren, weil es halt wirklich eines der wichtigsten Spiele ist in meiner Karriere. Und jetzt ist es leider so gekommen. Wie gesagt, ich finde, es ist ein Klassenunterschied da gewesen und wir haben die WM nicht verspielt gegen Holland, sondern wir haben sie verspielt gegen Polen und Schottland. Für Sie geht ja jetzt die Saison weiter. Mit Chelsea können Sie gross erreichen, Champions League und die Liga wartet auf Sie. 2 weitere Titel. Denken Sie, es wird in der Nazi mit dem Nils Nielsen gleich weitergehen wie unter der Frau Voss-Tecklenburg? Ja, ich kenne Nils Nielsen noch nicht persönlich, aber ich habe viel Gutes gehört. Und ich bin mir sicher, dass er das Amt sehr gut wird übernehmen. Natürlich hat Martina überragende Leistung gezeigt mit uns. Aber ich bin zuversichtlich und ich glaube, er wird das Team sehr gut einstellen, sodass wir die nächste EM-Quali erfolgreich beenden können. Sie reden von der EM-Quali, dort kommt eine neue Rolle auf Sie zu. Dort wird dann Ramona Bachmann auf die 30 zugehen, wenn Sie mich entschuldigen, dass ich das nenne. Sie müssen die jungen Spielerinnen, wie auch schon heute, anführen, noch mehr. Sind Sie bereit für die Rolle?
Ich bin definitiv bereit für die Rolle. Ich glaube, ich bin schon relativ früh der Nazi gesehen. Ich bin mit 16 Jahren mein Debüt gehabt. Ich bin sehr lange die Junge gesehen und ja, ich spiele jetzt doch schon über 10 Jahre in der Nationalmannschaft und es ist ein Prozess. Wir wachsen ja auch in die Rollen hinein und mittlerweile weiß ich, dass ich definitiv zu den erfahrensten Spielerinnen gehöre in dem Team und wir versuchen natürlich, das den Jungen zu übergeben und so eine Qualifikation, so eine Playoff, wie wir jetzt gespielt haben, ist natürlich auch extrem gut für die Jungen, so eine Erfahrung zu machen und das können wir natürlich mitnehmen für die nächste EM-Qualifikation. Danke vielmals. Frau Voss-Tecklenburg, heute geschieht fast ein Wunder. In der 7. Minute der Platzverweis, den Sie gebraucht hatten. Und dann reicht es trotzdem nicht, um das Spiel zu kehren. Natürlich braucht es da viel Elan, aber weshalb hat Ihre Mannschaft die Überzahl nicht ausnützen können? Ja, das lag an vielen Dingen. Wir haben das nicht mit der nötigen Ruhe und Konsequenz in Breite und Tiefe ausgespielt. Uns fehlt ein bisschen Kreativität. Leider geht auch der Freistoß da nicht rein. Und hättest dieses Tor gebraucht, damit unsere jungen Spielerinnen noch selbstbewusster werden. Wir wussten aber auch um die Top-Qualität der Niederländerin, die es dann trotz Unterzahl immer noch wieder richtig gut gemacht haben. Im Umschaltspiel haben sie einfach wahnsinnige Qualität. Und sie brauchen nicht viel, um Tore zu erzielen. Und das hat dann wehgetan. Wir haben, wie gesagt, in der ersten Halbzeit weiter an unserem System geglaubt, haben dann nochmal umgestellt, um noch mehr Offensivpower zu kriegen. Aber kriegen dann leider dieses schnelle Gegentor. Und dann passiert natürlich was im Team. Aber wir haben Charakter gezeigt, wir sind dran geblieben, wir wollten das Spiel gewinnen. Das hat man gesehen und ich glaube, da gebührt dem Team heute auch allergrößten Respekt, dass wir dort gesagt haben, auch wenn wir unseren Traum von der WM-Teilnahme jetzt nicht mehr erfüllen können, wollen wir zumindest als Sportler alles geben, um das ein positives Ergebnis zu erzielen. Sie gehen heute mit einem weinenden Auge weg von der Schweiz, aber sicher auch mit sehr viel Stolz. Sie haben in den letzten Jahren den Schweizer Frauenfußball mitentwickeln können und man wird Ihre Handschrift wahrscheinlich in diesem Team noch die nächsten 10 Jahre sehen. Was ist Ihre Bilanz von den letzten Jahren, die Sie hier für die Schweiz eigentlich trainieren durften und Talente formen? Ja, genau das, was am Ende, glaube ich, bei mir auch übrig bleibt. Dass ich stolz darauf bin, mit vielen Spielerinnen über 6-7 Jahre jetzt sehr intensiv zusammenarbeiten dürfen. Ihre Entwicklungsschritte gesehen habe. Wir haben großartige Entwicklungen bei Lia Welti, bei der Noelle Maritz, die mit 17 ins Ausland gegangen ist, aber bei vielen anderen, bei jungen Spielerinnen, die jetzt im Nationalteam stehen, die wir mit 12 ins Ausbildungszentrum selektioniert haben. Und das ist das, was am Ende so großartig ist, dass dort Werte entstanden sind, ich sie ein Stück weit begleiten durfte und extrem viel wiederbekommen habe von diesen jungen Menschen. Und da zählt nicht immer das sportliche Ergebnis, sondern es ist genau das, was, glaube ich, uns ja auch ausgezeichnet hat in der Zusammenarbeit, nämlich sehr respektvoll, vertrauensvoll und sehr empathisch miteinander umzugehen. Sie sprechen Noelle Maritz und Ramona Bachmann an, eine Generation, die Sie schon zur Weltklasse haben formen können. Wenn Sie jetzt auf die jüngsten Spielerinnen, die Sie in dieses Team gebracht haben, schauen, welche drei würden auch noch dieses Level erreichen? Ja, das können mehr als drei. Es braucht ganz viel, aber individuelle Lösungen für die ein oder andere. Es gibt Spielerinnen wie Reuteler, die jetzt schon ins Ausland gewechselt sind und dort die nächsten Schritte einfach automatisch machen wird. Es gibt aber auch Spielerinnen wie Rahel Schopp oder Marlin Gut, die gerade ihre ersten Länderspiele gemacht haben. Es gibt eine Spielerin wie Kumba So, die jetzt nach 4 Jahren USA zurückkommt und auch eine ganz irgendwie coole Art hat. Ich glaube, da ist noch ganz viel möglich, aber am Ende müssen die Spielerinnen auch selber entscheiden und das mitgehen und auch gut überlegen, was braucht es für sie, damit sie ihr Level und ihr Niveau weiter nach oben schieben können. Und dann muss das Ziel sein, die EM 2021 mit dem Schweizer Team zu erreichen. Herzlichen Dank und viel Erfolg in Deutschland. Danke.